Was ist eigentlich nach dem Tod von Fred Weasley in der Weasley-Familie noch so passiert? Warum muss Harry eigentlich eine Brille tragen und heilt sich nicht einfach mit einem Zauber? Und wie kommen die Muggeleltern eigentlich durch die Winkelgasse, wenn sie ja irgendwie mit ihrem Kind die Schulsachen einkaufen müssen? Diese und viele weitere Fragen werde ich in diesem Video anhand von einer KI oder im Internet gefundener Theorien beantworten. Wichtig ist dabei, die meisten dieser Theorien sind keine bestätigten Fakten, aber das werde ich auch dazu sagen. Ich probiere mich zurzeit etwas an Videos aus und hoffe, diese Art von Video gefällt euch. Lasst es mich doch einfach in den Kommentaren wissen. Und jetzt legen wir los mit der ersten Theorie. Unter meinem Short zum Thema "Warum zerstörte der Basilisk nicht den Horcrux in Harry?" habe ich folgenden Kommentar bekommen. Mandy Shiel 6543 schreibt: "Und ich dachte, es wäre ein Fehler im Film. Ich würde übrigens gerne wissen, was später nach dem Tod von Fred Weasley in der Weasley-Familie sonst noch passiert ist." Nach dem tragischen Tod von Fred Weasley in der Schlacht um Hogwarts führte sein Zwillingsbruder George Weasley das Geschäft Weasleys zauberhafte Zauberscherze weiter. George heiratete Angelina Johnson und die beiden hatten zusammen die Kinder Fred und Roxanne. Obwohl der Verlust seines Bruders Fred für George sicherlich schwer war, setzte er sein Leben fort und trug dazu bei, den Erinnerungen an seinen geliebten Bruder gerecht zu werden. Ron wurde ein Auror und half dabei, das Ministerium für Zauberei zu reformieren. Er heiratete später Hermine Granger und sie hatten zwei Kinder, Rose und Hugo. Ginny Weasley wurde eine erfolgreiche Quidditch-Spielerin für die Holyhead Harpies und später Quidditch-Korrespondentin für den Tagespropheten. Sie heiratete Harry Potter und sie haben drei Kinder, James, Albus und Lily. Percy versöhnte sich mit seiner Familie und arbeitete im Ministerium für Zauberei, wo er eine hohe Position erreichte. Er heiratete Audrey und sie hatten zwei Töchter, Molly und Lucy. Bill Weasley blieb bei Gringotts und lebte mit seiner Frau Fleur und ihren drei Kindern Victor, Dominique und Louise in Shell Cottage. Charlie Weasley setzte seine Arbeit mit Drachen fort und blieb unverheiratet. Er widmete sein Leben der Erforschung und dem Schutz dieser magischen Kreaturen. Arthur und Molly Weasley. Arthur genoss seine Arbeit im Ministerium und setzte sich für die Rechte von Muggeln und Muggelstämmigen ein. Molly widmete sich ihrer Familie und war eine Stütze für all ihre Kinder und Enkelkinder. Unter einem Community-Post von mir bekam ich folgenden Kommentar zu den Dursleys. Jeans Rick fragt: "Was machten die Dursleys nach den Ereignissen von Harry Potter 7? Nach den Ereignissen des letzten Harry Potter Bandes könnten die Dursleys versucht haben, zu einem normalen Leben zurückzukehren, aber mit einer neuen Perspektive auf die magische Welt und vielleicht einer gewissen Wertschätzung für Harry. Es ist möglich, dass sie nach ihrer Evakuierung und am Ende des Krieges ihre Einstellung gegenüber Magie und Harry leicht geändert haben. Insbesondere Dudley zeigte Anzeichen von Reue und könnte versucht haben, eine freundlichere Beziehung zu Harry aufzubauen." Ja, da gibt es nicht viele Infos, aber ich habe irgendwann mal in einem Interview gelesen, dass J.K. Rowling meinte, dass Nachfahren der Dursleys niemals magisches Blut haben werden. Ansonsten habe ich bei der Recherche noch eine Theorie gelesen, dass die Dursleys deshalb so schlecht zu Harry waren, weil er ein Horcrux war und ähnlich wie das Medaillon von Slytherin einen negativen Einfluss auf sie hatte. Eine andere Theorie besagt, dass die Dursleys Harry deshalb so schlecht behandelten, weil sie von seiner magischen Natur und der Welt, die er präsentierte, tief verunsichert waren. Einen, wie ich finde, sehr interessanten Kommentar habe ich unter meinem Short über Voldys Nase bekommen. Dazu habe ich jetzt nichts rausgesucht, aber ich wollte seine Theorie gerne einmal zeigen. Mario Regner 8225 sagt: "Ich glaube, nur von den Büchern, weil Voldemort ja keinen eigenen Körper hatte, hat er ja erst einen mit anderen geteilt. Gruselige Vorstellung. Im vierten Band aber, der Feuerkelch, ist ja in den Körper eines Verstorbenen gegangen. Also somit ist er eigentlich ein Skelett, das lebt. Deswegen ist seine Haut auch weiß, da es die Knochen darstellen soll. Ich glaube außerdem, man konnte es im Film nicht richtig darstellen, weil es vielleicht sonst zu gruselig für manche jüngere Zuschauer gewesen wäre. Auf jeden Fall hat ein Skelett ja keine Haut und dann sieht das mit der Nase eben so aus." Ich wollte mal spaßhalber die KI nach folgenden Kommentar fragen und war überrascht über das, was ausgespuckt wurde. Lila Millie R9YF fragt: "Warum hat Dean so einen langen Hals?" Die Beschreibung von Dean Thomas als jemand mit einem langen Hals stammte aus den Harry Potter Büchern und wurde von J.K. Rowling als Teil seiner physischen Charakterisierung verwendet. In den Büchern wird er als groß und schlank beschrieben, mit einem langen Hals, der ihn noch größer erscheinen lässt. Diese Beschreibung dient dazu, die Vielfalt der Schüler in Hogwarts zu zeigen und jedem Charakter einzigartige Merkmale zu geben.
Es gibt keine tiefergehende Bedeutung hinter seinen physischen Erscheinungen. Es ist einfach ein Teil von Deans Charakterdesign in der Welt von Harry Potter. Ich habe die Ketten vom blutigen Baron in meinem Video zu ihm erwähnt, aber tatsächlich nicht weiter thematisiert. Deshalb fragt Maxim völlig zu Recht, woher die Ketten also kommen. Die Antwort, die ich dazu gefunden habe, ist tatsächlich eine echt coole. Die Ketten des blutigen Barons sind ein Symbol für seine ewige Buße und Reue für die Taten, die er zu Lebzeiten begangen hat. In der Welt von Harry Potter tragen Geister oft Gegenstände, die ihre Todesumstände oder ihre Gefühle zum Zeitpunkt des Todes widerspiegeln. Es wird angenommen, dass die Ketten eine Manifestation seiner Schuld und seines Selbsthasses sind, die er sich selbst auferlegt hat, als er zum Geist wurde. Diese Darstellung ist typisch für Geistergeschichten, in denen Geister oft mit Ketten dargestellt werden, um ihre Bindung an die irdische Welt und ihre unerledigten Angelegenheiten zu symbolisieren. Ich habe neulich ein Video über den Horcrux in Harry gemacht und warum dieser nicht durch den Basilisken in Harry Potter und die Kammer des Schreckens zerstört wurde. Eine interessante Frage, die ich unter dem Video bekommen habe, war: Das heißt ja, dass sie für Nagini einfach den Todesfluch hätten benutzen können, oder? Die Antwort, die ich gefunden habe, ist eigentlich fast dieselbe, die auch in meinem Video erwähnt wird. Der Todesfluch Avada Kedavra hätte den Horcrux in Nagini nicht zerstören können. Horcruxe können nur durch sehr spezifische Methoden zerstört werden, die das Objekt, in dem sich ein Teil der Seele befindet, unwiederbringlich beschädigen. Dazu gehören Basiliskengift oder Dämonsfeuer, die das Objekt so stark beschädigen, dass es auch durch die mächtigste Magie nicht mehr repariert werden kann. Der Todesfluch tötet das Opfer, ohne den Körper physisch zu beschädigen, was bedeutet, dass der Horcrux intakt bleiben würde. Bei lebenden Horcruxen, wie es bei Nagini der Fall war, muss der Körper irreparabel beschädigt werden, um den Horcrux zu zerstören. Deshalb wurde Nagini letztendlich mit dem Schwert von Gryffindor, das im Basiliskengift getaucht war, getötet, um den Horcrux in ihr zu zerstören. Folgende Frage hat mich tatsächlich auch schon mal interessiert. Konstantin sagt: Naja, Harry Potter ist nicht gut geschrieben. Es sind halt Kinderbücher. Ich meine, wenn es Magie und Tränke gibt, die Knochen heilen und das Aussehen ändern können, warum hat Harry immer noch eine Brille? Wäre doch ein Klacks, die Augen zu heilen, oder? Es gibt in der Tat Heilzauber im Harry Potter-Universum, die für verschiedene medizinische Zwecke eingesetzt werden können, wie zum Beispiel die Heilung von Wunden oder Knochenbrüchen. Allerdings gibt es keine spezifische Information darüber, dass solche Zauber zur Korrektur von Sehschwächen verwendet werden können. Es scheint, dass einige alltägliche menschliche Bedingungen wie Sehschwäche nicht magisch behoben werden, möglicherweise weil sie als Teil der natürlichen menschlichen Vielfalt akzeptiert werden oder weil die Magie in diesem Bereich Grenzen hat. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie eigentlich Muggeleltern in die Winkelgasse kommen können, besonders wenn es das erste Jahr ihres Kindes ist? Auf Pottermore wurde laut eines Forum-Eintrags auf HarryPotterFandom.com bestätigt, dass für alle muggelstämmigen Erstklässler einen magischen Vertreter zur Seite gestellt bekommen, der ihnen dann alles über die magische Welt erklärt und ihnen hilft, in die Winkelgasse zu kommen. Jeanstrick fragt: Wurde der Elderstab nochmal irgendwann aus Dumbledores Grab entwendet? Zu dieser Frage konnte ich zwar keine richtige Antwort finden, allerdings konnte ich eine KI fragen, was sie denkt, was in Zukunft mit dem Elderstab passieren könnte, und folgendes hat sie mir geantwortet. Eine Theorie über die Zukunft des Elderstabes könnte lauten, dass Harry Potter ihn zwar in Dumbledores Grab zurückgelegt hat, aber der Stab, der einen eigenen Willen zu haben scheint, könnte eines Tages einen neuen Meister finden. Vielleicht wird er von jemandem entdeckt, der die Macht des Stabes nicht für persönlichen Ruhm, sondern zum Wohl der magischen Gemeinschaft einsetzen will. Der Elderstab könnte so zu einem Symbol der Weisheit und des Schutzes werden, anstatt ein Werkzeug der Zerstörung zu sein. Doch bis dahin bleibt er verborgen, seine Macht ruhend und bereit für denjenigen, der würdig ist, sie zu tragen. Unter meinem Video zum Stein der Weisen habe ich einen Kommentar bekommen, der mich nach dem Stein der Auferstehung fragt. Zuerst möchte ich aber kurz festhalten, dass dies zwei verschiedene Steine sind. Ein Video zu allem, was ihr wissen müsst über den Stein der Weisen, findet ihr übrigens auf meinem Kanal. Der Stein der Auferstehung ist eins von drei Heiligtümern des Todes. Diesen lässt Harry kurz vor seinem Treffen mit Voldemort im verbotenen Wald fallen. Es gibt einige Fantheorien darüber, was mit dem Stein der Auferstehung nach den Ereignissen des letzten Harry Potter Bandes passiert sein könnte. Eine Theorie ist, dass der Stein, der im verbotenen Wald verloren ging, von den Kreaturen des Waldes oder der Natur selbst aufgenommen wurde und somit für immer verborgen bleibt. Eine andere Theorie, die von J.K. Rowling selbst erwähnt wurde, besagt, dass der Stein möglicherweise von den Zentauren zertreten wurde,
als sie in die Schlacht stürmten und nun für immer im Wald begraben ist. Unter meinem Stein der Weisen Video fragt Luisa: Ich habe aber eine Frage. In einem der fantastischen Tierwesenteilen, ich weiß nicht mehr welcher, treffen dir Flamel und als dieser Muggel, ich habe vergessen wie er hieß, Flamel die Hand sehr stark schüttelt, gibt es ein Knacken und generell sieht Flamel eher aus wie ein Geist. Aber sollte der Stein nicht eigentlich das verhindern? Ich habe mal die KI nach einer Antwort gefragt, weil ich mir bei dieser Frage auch super unsicher war. Obwohl Flamel unsterblich ist, bedeutet das nicht, dass er unverwundbar ist. Der Stein der Weisen kann das Altern aufhalten, aber er schützt nicht vor körperlichen Verletzungen. Wenn jemand Flamel die Hand sehr stark schüttelt und es zu einem Knacksen kommt, könnte dies auf eine vorübergehende Verletzung hindeuten. Es ist möglich, dass der Stein der Weisen zwar das Altern verhindert, aber nicht unbedingt alle physischen Auswirkungen beseitigt. Ich gebe zu, es ist nicht die Antwort, die wir gerne gehabt hätten und die uns diese Frage genau beantwortet, aber ich denke, damit müssen wir uns erstmal zufrieden geben. Meine eigene Theorie lautet übrigens, dass Flamel sowieso nur in dem Film vorkam, damit wir Potterheads einen auf Leonardo DiCaprio machen können. Es wurde wahrscheinlich einfach nicht über den Charakter nachgedacht. Unter meinem Video über den Erfinder von Horcruxen hat mich Zacharius gefragt, ob der Erfinder, Herpo der Üble, heutzutage eigentlich noch lebt. Im Harry Potter Fandom Wiki habe ich Folgendes gefunden. Über Herpos Todesumstände ist nichts bekannt. Es ist möglich, dass sein Horcrux auf unbekannte Weise zerstört wurde und er wieder sterblich wurde. Oder sein Horcrux wurde nie zerstört, was vermutlich bedeuten würde, dass er in Form einer körperlosen Seele umherwandert. Und als kleinen Funfact noch, ironischerweise erschuf er mit dem Basilisken als erster ein weiteres Mittel, welches Horcrux zerstören kann. Luisa hat mich unter meinem Video über den Horcrux in Harry und wieso er nicht vom Basiliskenzahn zerstört wurde, gefragt, ob ich mal ein Video über die verschiedenen Räume von der Ministeriumsabteilung machen könnte. Und weil ich gerade so im KI-Thema bin, wollte ich zuerst mal sie fragen, was sie mir aufzählt. An dieser Stelle warf mir die KI stichpunktartig 7 verschiedene Räume der Ministeriumsabteilung vor. Eingangshalle zur Ministeriumsabteilung. Die Eingangshalle ist der Zugangspunkt zur Abteilung. Hier betreten Mitarbeiter und Besucher die geheimnisvolle Welt der Mysterien. Zweitens, Raum des Denkens. Dieser Raum beschäftigt sich mit abstrakten Konzepten des Denkens und der Wahrnehmung. Forscher untersuchen hier die Funktionsweise des menschlichen Geistes und die Wechselwirkung zwischen Gedanken und Magie. Drittens, Halle des Todes. Ein düsterer Raum, der mit dem Tod und dem Jenseits in Verbindung steht. Hier werden Geheimnisse über das Leben nach dem Tod, die Seelenwanderung und die Verbindung zwischen Leben und Tod erforscht. Viertens, Raum der Liebe. In diesem Raum dreht sich alles um die Magie der Liebe. Forscher untersuchen, wie Liebe und Emotionen die Magie beeinflussen können. Fünftens, Raum der Planeten. Hier werden die Einflüsse der Planeten auf die Magie studiert. Astrologie und Astronomie spielen eine wichtige Rolle in diesem Raum. Sechstens, Raum der Zeit. Der Raum der Zeit ist ein faszinierender Ort, an dem die Geheimnisse der Zeit erforscht werden. Zeitreisen, Zeitmanipulation und die Auswirkungen der Zeit auf die Magie sind hier die Themen. Siebtens, Halle der Prophezeiungen. In dieser Halle werden Prophezeiungen aufbewahrt. Jede Prophezeiung ist in einer Glaskugel eingeschlossen und hält wichtige Informationen über die Zukunft. Nur ausgewählte Personen haben Zugang zu diesen Prophezeiungen. Ich werde in Zukunft noch ein weiteres Video über dieses Thema machen. Carina Schneider hat mich unter meinem Video über die Auswirkungen nach einem Dementorkuss gefragt, was eigentlich mit Barty Crouch Jr. passierte und wann er dann schlussendlich gestorben ist. Erstmal vielen Dank für deinen Kommentar. Ich habe auch erstmal keine neuen Informationen gefunden, aber die KI hat mir zum Beispiel Folgendes geantwortet. Bartemius Barty Crouch Jr. wurde nach seiner Enttarnung und Gefangennahme im Jahr 1995 vor das Zaubereiministerium gestellt. Er wurde für seine Verbrechen verurteilt, darunter die Beteiligung an der Folter von Frank und Alice Longbottom. Crouch wurde schließlich zum Kuss des Dementors verurteilt, was einem Todesurteil gleichkommt. Der Kuss des Dementors ist eine grausame Strafe, bei der die Seele eines Zauberers aus seinem Körper gezogen wird, wodurch er praktisch zu einem lebenden Schatten wird. Es gibt keine Hoffnung auf Wiederherstellung oder Erlösung. Crouch starb somit einen qualvollen und endgültigen Tod. Wobei ich dazu sagen muss, wie wir alle durch mein Dementor-Video gelernt haben, bedeutet der Kuss nicht direkt den Tod eines Menschen. Der Körper bleibt als eine leere Hülle weiterhin auf der Welt, ohne jedoch jemals wieder irgendwas fühlen zu können. Wenn man jedoch sagt, geht die Seele, dann geht auch der Mensch, dann könnte man sagen, Barty Crouch Jr. starb an den Folgen eines Dementorkusses.
Als letzten Kommentar würde ich gerne einen hervorheben, ohne den diese Art von Video nicht möglich gewesen wäre. Kozak Strukanov 2079 sagt, Themenvorschlag nichts. Danke für diesen Kommentar. Aber nicht nur danke für diesen, sondern für jeden Kommentar, den ihr mir schreibt. Wir frischen uns gegenseitig unser Harry Potter Wissen wieder auf. Falls ihr noch weitere unbeantwortete Fragen zu allen möglichen Harry Potter Themen habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!